Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf die UWG. Unser heutiges Thema dreht sich um den YouTuber, Seko-Rapper, Musiker, Künstler, wie auch immer ihr ihn euch zusammenbasteln wollt. Also dieses Video wird jetzt eine reine Spekulationstheorie sein, ja, vielleicht auch sogar eine Verschwörung oder ich weiß auch nicht, was immer ihr euch da zusammenbasteln wollt. Ich habe das auf jeden Fall ein wenig in den letzten Monaten analysiert und mir ist etwas aufgefallen. Also wer sich die YouTube-Videos von Seko hin und wieder mal reinzieht, der wird merken, dass Seko hin und wieder mal die Klamottenmarke Hella Money trägt, T-Shirts sowie auch Pullis, immer wieder mal. Und zwar ist Hella Money ein Unterlabel von Farid Bangs Label Banger Musik. Bei Hella Money ist derzeit gesigned der Rapper Play69. Das Label Hella Money soll ein eigenständiges Label sein, wo der Künstler sich frei ausleben kann mit keine Bindungen an Banger Musik. Und zwar hat der YouTuber Seko vor einigen Tagen in seiner Heimatstadt einen Friseur-Barbershop eröffnet, ja. Kurz danach präsentierte sich Seko mit einer neuen Frisur, hat diese Frisur natürlich mit einem schönen Bildchen auf Instagram gepostet, meine lieben Freunde. Unter diesem Bild wurde ein Kommentar von Farid Bang entdeckt, meine lieben Freunde, ja. Also, es gibt hin und wieder mal Hinweise, ob da eine Zusammenarbeit wirklich stattfindet oder nicht. Das weiß wirklich kein Mensch. Das sind wahrscheinlich Dinge, an die wir niemals rankommen werden, an Informationen. Auf jeden Fall gibt es da eine Verbindung, meine lieben Freunde. Und was für eine Verbindung das genau ist, weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall gibt es da eine. Wir werden es in den nächsten Monaten bestimmt erfahren oder vielleicht auch in einem Jahr. Wer weiß, der Rapper ist ja noch jung. Natürlich kann der ein oder andere von euch natürlich jetzt sagen, ey, der trägt diese Klamotten nur, vielleicht weil er diese Klamotten einfach feiert oder die Stat. Aber ganz ehrlich, ich habe mir gelegentlich mal die Videos von Seko sowie auch die SKK-Leute angeschaut und ich muss sagen, er hat das immer wieder mal gemacht. Also Schleichwerbung vielleicht, vielleicht ist auch Seko ein Model und trägt diese Marke, wer weiß, vielleicht, aber komischerweise ist Seko auch Künstler und rappt auch und wer weiß, vielleicht ist er bald ein neues Signing von Farid Bangs Unterlabel Hella Money. Könnte ja wahr sein, meine lieben Freunde. Oder es gibt eine Zusammenarbeit zwischen diesen Rappern, Ghostwriting, dies, that, ich weiß es nicht, meine lieben Freunde, alles ist möglich im Deutschrap. Es hat sich in den letzten Jahren auch immer wieder Dinge sind aufgedeckt worden, wo man wirklich gesagt hatte, ey, das könnte ich mir niemals vorstellen und am Ende ist es trotzdem so gekommen, so wie Mero beispielsweise bei Alles oder Nichts unter Vertrag stand und ein paar Monate später der Rapper Cero El Mero auch bei dem unter Vertrag stand, was auch wirklich ziemlich komisch ist. Man weiß nicht heutzutage, was so alles passiert. Die Hip-Hop-Szene ist auf jeden Fall am Leben in Deutschland. Die neuen Newcomer sind auch am Leben. Da sind wirklich, wirklich krasse Künstler momentan auf Instagram unterwegs. Und warum nicht? Seko ist ein guter Künstler. Lifestyle on point, yeah. Weil ich schade wär, würde ich dein Leben, fände ich das beklagenswert. Hashtag Dagobert Duck, weil ich Geld scheiße und mich frage, wozu soll ich mit der Welt teilen? Hab gekämpft, seh die Zeit vergeht. Bisschen was ein weiter Weg. Ja, ich habe jeden Scheiß erlebt, aber ich bleib nicht stehen, werd immer weitergehen. Feier ich. Ich würde es auch feiern, wenn dabei Farid Bang unter Vertrag wäre. Ja, meine lieben Freunde, was haltet ihr von dieser Thematik? Findet ihr das vielleicht auch? Könntet ihr euch sowas vielleicht vorstellen? Vielleicht habt ihr das auch selber analysiert und vielleicht selber auch gemerkt. Könnt ihr mir das gerne unten hinschreiben. Schreiben in den Kommentaren und ja, abonniert meinen Kanal und den Rest wisst ihr ja. Peace and out.